Aixam Crossover Premium Ambitionsmodell. Viel Spaß. Ja, Capron sagt eigentlich alles aus, oder? Was soll ich dazu erzählen? Nein, kommen wir gleich zu. Ich möchte nur einmal kurz zum Vorgängermodell springen. Es ist ein ganz anderes Design geworden, ganz anderes Auto. Und was alles anders ist, seht ihr gleich. Wir stehen jetzt hier am Aixam Crossover Premium Emotion Modell. Und da sieht man schon ganz klar die Unterschiede. Im neuen Ambitionsmodell hat man ganz klar auf diese seitlichen Verbreiterung verzichtet. Das war ja immer so das Entscheidungsmerkmal überhaupt, dass es so diese, ich habe dazu immer diese Allroad-Verbreiterung gesagt, wie beim A6 Allroad, ne? Hat immer so dieses klassische Design gehabt. Wurde jetzt komplett darauf verzichtet, was ich aber gar nicht schlimm finde. Das tut dem neuen Auto ganz gut. Dadurch ist das neue Modell optisch breiter geworden. Man kann gar nicht vergleichen, es hat sich grundlegend ja alles verändert. Wir haben jetzt hier einen schönen LED-Scheinwerfer verbaut, die Stoßstangen haben sich geändert. Auf Tagfahrlicht ist natürlich verzichtet worden, weil es jetzt in den LED-Scheinwerfer drin ist. Auf den Nebelscheinwerfer wurde verzichtet. Das Inlay hat sich gehalten, aber trotzdem ein ganz anderes Design. Ne? Ja. Was aber das ganze Auto schicker macht, ist wirklich, dass es die Dächer endlich in Wagenfarbe gibt. Außer bei schwarz-glänzend habt ihr auch dieses matte Dach drauf und bei Prettol Metallic habt ihr auch das schwarz-matte Dach drauf. Warum? Kann ich euch gar nicht beantworten. Alle anderen Autos, die ihr in Farbe bestellt, haben das Dach in Wagenfarbe. Wie ihr gerade im Porn schon gesehen habt, wir haben einige Farben da. Jetzt stehen wir an dem schwarzen Crossover Premium und wie gerade schon angesprochen, ist da das Dach in schwarz wie beim Vorgängermodell. Ich fände es geil, wenn das auch in schwarz gäbe, ne? Das schwarz glänzend wie bei den anderen hier, wie zum Beispiel bei diesem hier. Ja, genau. Oder das schwarz metallic. Stimmt, das ist ja schwarz metallic. Ja. Ja, ja. Nein, das schwarz metallic. Nicht das tiefschwarz. Ah, okay. Standard da. Also das würde schon nice aussehen, ne? Okay, aber es ist so. Ich finde, hat aber auch was für sich, wenn es so ein bisschen abgesetzt ist. Ich weiß auch gar nicht, wer das entschieden hat. Ne? Also nur Schwarz und Petrol haben das nicht lackierte Dach. Ja, irgendwie hat sich da Gedanken gemacht. Ist so. Und ihr seht schon, einen kleinen Vergleich machen wir. Im Hintergrund steht der Crossline Pack. Kann man sagen, kleiner Bruder? Ja, weniger gut ausgestatteter Bruder. Ne? Und klein kann man eigentlich auch sagen, ne? Wegen der Höhe. Genau, weniger ausgestattet. Und tiefer. Und wir messen jetzt mal, diesmal sind wir vorbereitet, wir haben hier nicht mehr so ein Ellbogen-Schätzeisen, sondern wir messen jetzt mal wirklich, wie hoch ist der Crossover. Weil das ist das Verkaufsargument überhaupt bei älteren Leuten oder die gerne Offroad fahren. Deswegen abonniert diesen Kanal unbedingt. Dieses Jahr haben wir wieder ein bisschen mehr vor und wir wollen mit so einem Fahrzeug mal in den Offroad-Park. Ja. Es wird spaßig. Wird spaßig. Um mal zu testen, wie geländegängig das Fahrzeug wirklich ist. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir vielleicht im Sommer Schneeketten brauchen. Seid gespannt. Deswegen lasst mal ein Abo da, macht die Glocke an. Generell,
wundert mich das sowieso, wenn wir unsere Zuschauerzahlen angucken, mega viel, Tausende an Zuschauern, aber die Abonnentenzahl passt nicht dazu. Deswegen lasst heute mal ein Abo da, es tut nicht weh, kostet kein Geld. Dankeschön, jetzt machen wir weiter. Wo fangen wir an? Erstmal Schwellerhöhe, das ist ja so das Wichtigste, ne? Wenn man über Stock und Stein fahren möchte oder mal über so ein Hügelchen, dass man mit einem Schweller nicht aufsetzt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Natürlich spielt auch der Radstand eine Rolle, aber das machen wir jetzt nicht. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen vorne und hinten? Das kannst du gleich. Ja, ich messe mal vorne, du hast recht, ich messe mal vorne. 26,5 ist dann auch die tatsächliche Bodenfreiheit. Vorne der Motorraum hängt vielleicht einen halben Zenti tiefer, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. So, vorne 26,5. Ja. So, hinten haben wir höher oder tiefer? Ich glaube, es sieht so aus, als wäre es hinten ein bisschen höher noch. Ja, ich glaube auch, ist so leicht keilmäßig unterwegs. Ja, 29,5. Also fast 4 cm Unterschied zwischen vorne und hinten. Das sieht man so gar nicht, ne? Nein. Und jetzt gehen wir mal rüber zum kleinen Bruder. Crossline Pack ist ja dem Fahrzeug so ein bisschen nachgeäfft mit einer geringeren Ausstattung. Sieht man schon, keine Alufelgen, kleinere Reifen. Kein farbiges Dach. Ich muss immer ein bisschen gucken. Kein Doppeldienradio, Stoffsitze und. Wir wollen jetzt keinen Vergleich machen. Nur, dass ihr mal wisst, dass es auch eine günstigere Alternative gibt. Crossline Pack ist aber auch nicht so hoch, ne? Das messen wir jetzt. Ja, fangen wir wieder an mit der Bodenfreiheit. Schweller zu... Siehst du, hier haben wir nämlich nur 20,5 cm, würde ich sagen. 26 hat man vorne, ne? Das weiß ich nicht, das machst du jetzt im Schnitt. 26,5. Ach so. Wir haben die richtig guten Gedächtnisse hier. Ja, gar keine. Und hinten haben wir 24 cm. 29,5. Das ist höher, eindeutig. Wenn auch, wenn mal hier im, das gleich mal Flucht ist, so die Dächer, sieht man das auch. Oder nicht? Ja doch, also ich weiß nicht, ob man es jetzt auf Kamera gut sieht, aber wenn man davor steht, die Motorhaube ist höher, ne? Das ganze Auto wirkt wuchtiger. Erwachsener, ne? Wuchtiger. Ja. So, jetzt haben wir mal kurz die Maße so ein bisschen angekratzt. Falls euch irgendein Maß interessiert, was ihr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir können es dann nachmessen und auch in den Kommentare beantworten. Und für alle, die jetzt Interesse an den Crossline Pack haben, da gibt es auch ein Video. Also wir werden hier alle Modellvarianten nach und nach abfrühstücken und euch natürlich präsentieren. Das ist wirklich mal schön für dieses Video, dass wir verschiedene Farben da haben, um auch die Unterschiede mal zu zeigen. Also ich finde, wenn man den jetzt in Saphirblau sieht, ist es wieder ein ganz anderes Auto. In Schwarz wirkt er so richtig wuchtig irgendwie, in Blau wieder anders. Also ein bisschen frischer so irgendwie, ne? Ja, was hier richtig zur Geltung kommt, auch wieder das durchgefärbte Dach und dann hier oben diese Dachleiste auch in Schwarz glänzend. Das macht das ganze Auto irgendwie richtig fesch. Ne? Stimmt. Und was gehört zum Premium-Modell? Natürlich die Premium-Felge. Und hier wurde natürlich wieder die Steffen-Style Diamant genommen, die natürlich auch zu allen Farbvarianten perfekt passt. Und was natürlich auch bei den Ambitionsmodellen neu ist, bei allen Premium-Modellen haben wir jetzt schön die Türgriffe auch in diesem glänzenden, durchgefärbten Kunststoff. Also es kommt noch wertiger rüber. Wobei da Eichstam, glaube ich, dir zugehört hat, ne? Warum? Das ist ja, glaube ich, bei jedem Video, wo auch noch ein bisschen Chrom zu sehen war, immer gemeckert. Ja. Stimmt, Chrom ist komplett weg, oder? Ja. Die Griffe bei dem alten Modell und die Spiegelkappen waren Chrom. Stimmt, da, guck einmal. Altes Modell, Premium, Chrom, Türgriffe, Chromkappen, fand ich immer zum mein Geschmack. Aber du hast recht, jetzt wo du sagst, ist komplett jetzt rausgerutscht, Chrom. Cool, wurde durch Schwarzglänzend ersetzt, finde ich mega. Hier sieht man erstmal, wie sich das Seitenteil verändert hat, dass das Auto breiter geworden ist. Ich weiß, es kommt jetzt in dem Video wahrscheinlich nicht so rüber, aber durch dieses Stückchen hier, guck mal meinen Finger an diesen Tankdeckel, das ist das Auto breiter. Ja. Und jetzt gehen wir mal zum Vorgängermodell, nochmal fix rüber, auch auf diese Seite. Aber das ist ein E. Ja, das ist ja egal. Ach stimmt, der hat Standheizung. Ja, gut. Alle Fahrzeuge, also alle Elektrofahrzeuge, die keine Standheizung haben, haben hier keinen Tankdeckel. Deswegen war alles gerade so ein bisschen durcheinander. Ich hab hier Angst gehabt, wo ich dieses Auto das erste Mal gesehen habe, das neue Modell, weil die Verbreitung entfallen ist, dass es irgendwie schmal wirkt, das Auto. Aber das Seitenteil ist breiter geworden. Guck mal hier. Ja. Dieser Abstand. Und wenn man hier von oben drauf guckt, der neue hat hier so ein bisschen rausgeholt. Und dadurch wirkt das Auto auch so stark. City, Ambitionsmodell,
Auch nicht so breit. Zumindest nicht da oben, ne? Also der hat so breitere Schultern, sag ich mal, ne? Das hier. Ja, genau, das wird früher breit. Ja. Bevor wir zu unserer Lieblingsfarbe kommen, einmal noch kurz hier übrigens Crossline Pack, auch in Perm und Weiß. Auch nicht schlecht, ne? Aber jetzt kommt der Knüller hier. Also die Farbe gefällt mir persönlich beim Crossover Premium am besten. Also komplett in Silber, Dachsilber, die Akzente oben wieder Silber. Hier kommen auch richtig geil die Türgriffe so raus, so dieses schwarz glänzende Türkappen. Es passt alles perfekt. Und es ist ein E-Auto. Gefällt mir sowieso besser. Hat aber einen stolzen Preis, ne? Also hier legen wir mal schnell 23.530 Euro auf den Tisch. Gut, der hat auch Vollausstattung, ne? Mehr oder weniger. Ja. Viel Geld, ne? Ja, das ist schon ordentlich. Aber die Diskussion haben wir täglich mit Kunden, so was das kostet, ne? Ja. Aber vergleichbare Kleinwagen, hast du eine Idee? Im Neuwagenbereich gibt es ja fast gar keine Kleinwagen mehr, ne? Nee. Sonst früher hat man ja mal so einen Opel Corsa oder so gehabt. Klar, die fahren alle schneller wie ein Leichtkraftfahrzeug, ist alles klar. Aber wenn man irgendwas, abgesehen von der Geschwindigkeit, Kleinwagenmäßiges sucht. Alles auch über 30.000 mit vernünftiger Ausstattung, ne? Ja. Zum Vergleich, Crossover Premium Diesel, wollen wir ein? Hier, kostet 18.040 in der Basis. Und ja, wobei man muss hier wirklich sagen, ne, das ist ein basisausgestattetes Fahrzeug, da ist keine Sonderausstattung drin. Und ja, der Elektro, der hat viel Sonderausstattung, deswegen ist der Preisunterschied auch so groß. Ja. Ne? Aber geil, deswegen steht er auch hier drauf. Wir knobeln immer, welches Auto kommt auf den Paletten, ne? Dann machen wir es ziemlich aufwendig hier drauf. Ich habe mir, glaube ich, auch mal ein Video gemacht. Ja, glaube ich, habe mal gezeigt, ja. Genau, kannst du mal kurz einblenden. Also es ist sehr aufwendig, das immer hier drauf zu kriegen. Dann ist es hier drauf. Und dann wird es verkauft. Dann ist verkauft. Und jetzt die letzte Mal haben wir gesagt, ey, wir stellen jetzt immer den teuersten drauf. Klappt aber auch nicht immer, ne? Nicht immer, ne. Okay. Ja, wollen wir noch mal zum Weißen springen? Da können wir noch mal kurz in den Innenraum gucken. Heckklappe und so. Ja. Weiß ist nämlich auch ganz cool. Ja. Wir stürmen sofort zum Kofferraum, denn das ist bei Eixam eigentlich der größte Kofferraum beim Crossover, zusammen mit dem Crossline, abgesehen vom D-Truck. Ne? Also Ladefläche ist natürlich größer. Aber wenn man hier reinguckt, kann ich gar nicht oft genug betonen. Also viele denken ja, Leichtkraftfahrzeuge, ich habe keinen Platz, ich kann nicht einkaufen, ich kriege nichts transportiert. Ey, bitteschön, das ist größer wie jeder Smart. Ja. Also wer einen Smart schon mal hatte oder kennt, der weiß, da geht nichts rein, großartig. Natürlich hat sich bei diesem Modell auch die Kofferraumklappe verbessert, dass sie viel weiter aufgeht. Ne? Man kann sich mehr so unbewusst den Kopf stoßen, man gleitet so drunter her. Wenn man nicht 3,90 Meter groß ist. Und wie oft haben wir uns aufgeregt bei unseren Leihwagen, wenn wir die Hutablage rausgenommen haben, wie scheiße das geht. Endlich wurde dieser Schnitt geändert, dass sie leichter rauszumachen geht. Das machen wir jetzt. Einfach hinten einmal ausklinken, gerade rausziehen, fertig. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine draufkriegen, eine Kiste. So. Also drei in der Breite ist locker, ne? Da ist wirklich... Ja, brauchen wir gar nicht mehr holen, ne? Nein. Drei in der Breite. Wie kriegen wir in der Tiefe, wie viel? In der Tiefe, also 6 Kisten Wasser kriegst du rein. In der Fläche, ne? In der Fläche. Und wenn du dann noch übertreibst... 12. 12. Nee, geht wahrscheinlich nicht zu. Geht nicht zu, ne? Ach, hier, ja, okay. 9. Müssen wir darauf verzichten, genau. Ja, ist doch mega, oder? Wahrscheinlich mehr, als er transportieren darf, ne? Nicht. Ein bisschen überladen dann, ne? So, jetzt zeige ich euch, wie toll die Ablage wieder reingeht. Weil raus ging ja beim alten Modell auch gut. Zack, reinschieben, hinten drauflegen, festklemmen, hier die Öse wieder rein. Ist das nicht herrlich? Glaubt mir, wenn ihr beim alten Modell das paar Mal machen musstet, bei Leihwagen, weil irgendeiner mit einem Hund gekommen ist, ihr kriegt die Motten. Ja. Da würde man das am liebsten einmal in die Mitte durchbrechen, dass man es reinkriegt und wieder aufklappen. Mit einer der größten Kofferräume, Crossover Premium, Crossline Pack. Und wer dann noch mehr Platz braucht, muss zum D-Truck greifen. So, hier sind wir jetzt wieder eine Schippe teurer. 18.710 ist aber auch nicht mehr die Basis. Hier haben wir ABS mit angeklickt und innen drin so ein bisschen Innendekor in Wagenfarbe. Was richtig geil aussieht. Und da hat Alex eine gute Idee gehabt, bei den Pack-Modellen oder auch bei anderen Modellen, die nicht so gut ausgestattet sind, da ist das ja nicht, ne? Ja, da fehlt das einfach. Ob wir das euch vielleicht in Zukunft im Shop anbieten sollen zum Nachrüsten. Ich meine, das gibt es ja als Ersatzteil und das wird einfach nur draufgeklebt. Das könnte man euch in verschiedenen Farben eventuell zur Verfügung stellen. Deswegen schreibt mal hier kräftig in die Kommentare, ob das gewünscht ist. Und wenn ja, dann würden wir mal ein paar Farben bestellen und das euch im Video auch mal zeigen. Ja, weil eigentlich ist es ganz easy, ein bisschen kleb und dicht, vorsichtig draufkleben und schon habt ihr innen drin das Interieur
total aufgewertet. Ne? Also wir sind jetzt beim City Pack und hier sieht man, hier fehlt das Dekor. Ne? Und hier könnte man sich das jetzt optional in Wagenfarbe nachbestellen und einfach hier draufkleben. Wie aufwendig wäre das denn, wenn man jetzt die Farbe wechseln wollen würde, das alte abzumachen? Vielleicht gar nicht so aufwendig, aber es geht kaputt, was drauf ist. Ne? Man muss ein bisschen warm machen und dann muss man es irgendwie rausschneiden. Also kann ich nicht empfehlen. Also wer überhaupt nicht damit leben kann, mit der Farbe vom Dekor, kann man machen, aber würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Sebastian! Hallo. Was machst du denn? Kosovo Premium haben wir abgefrühstückt. Wer noch Fragen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ganz wichtig ist, schreibt mir in die Kommentare, welches Modell wir als nächstes vorstellen sollen. Genau. Wir haben noch City Sport, City Pack. Crossline, Pack. Coupé Sport. Coupé Sport ist ja ganz neu, ne? Ja. Und ja. Wir müssen unbedingt die Lichtfahrt machen. Ich will LED und Normalscheinwerfer Vergleichstest machen. Ah. Ja, okay. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao, ciao. Mm-hmm.